Generell sind Objekte in FEDRA weltweit sichtbar. Diese Berechtigung kann jedoch geändert werden, dass nur der oder die Inhaberin Zugang zum Objekt hat oder einzelne Personen darauf zugreifen können. Man erkennt bereits in der Suche, ob die Berechtigung für ein Objekt eingeschränkt ist oder nicht. Ein Objekt mit einem Titelblatt ist nicht eingeschränkt. Das Zeichen darüber kann zwei Dinge heißen: die Berechtigung für das Objekt ist eingeschränkt oder das Objekt ist online nicht verfügbar, kann aber mit Hilfe der AC-Nummer in der Detailansicht in der FH-Bibliothek angesehen werden. Berechtigte können nur via Login eine Ansicht auf die Objekte bekommen. Vergebene Berechtigungen können sie jederzeit aufheben. Die Objekte sind dann wieder weltweit sichtbar. Achtung! Wenn Sie eine Berechtigung vergeben, wird ausgenommen davon die Ansicht auf das Objekt gesperrt. Metadaten bleiben trotzdem immer weltweit sichtbar. Eine Berechtigung kann an eine oder mehrere Personen vergeben werden. Um dies zu tun, muss man rechts unter Objekt bearbeiten auf Berechtigungen klicken. Eine neue Seite öffnet sich, auf der man nach der Person suchen kann, an die man eine Berechtigung vergeben möchte. Dies können, wie gesagt, auch mehr Personen sein. Berechtigungen können auf dieser Seite auch zeitlich beschränkt werden, damit die Personen nicht unendlichen Zugriff darauf haben. Dafür auf Ablauf bearbeiten in der Klammer neben der Person klicken und ein Datum auswählen. Diese zeitliche Beschränkung kann auch jederzeit wieder aufgehoben werden. Um eine Berechtigung manuell aufzuheben, einfach die Person auswählen und Berechtigung entziehen klicken.